Hey, ich bin André und ich hatte die Idee, den Basketballplatz am Concordia Park zu erneuern. Also die grundlegende Idee kam auch daher, dass ich wirklich selbst gern Basketball spiele, dass meine Freunde alle gern Basketball spielen. Und dann spreche ich ab und sage halt, okay, wo gehst du überhaupt spielen? Ne? Und da gibt es halt hier mit Asphalt, Verletzungsgefahr ist nicht halt uncool. An der Uni gibt es 3 Basketballplätze, wovon 2 Volleyballplätze sind. Und daher kannte ich quasi auch aus dem eigenen Leid, wenn man so will, die Erfahrung, wo kannst du ja eigentlich spielen, wo kannst du mit deinen Freunden spielen. Und man muss halt sagen, das Concordia Park ist halt zentral. Ne? Du kommst aus jedem beliebigen Stadtteil von Chemnitz relativ schnell oder gleich schnell auch in der Gruppe hierher. Und ich bin selber ein riesen Basketball-Fan seit Ewigkeiten. Und das Coole an dem Platz zum Schluss ist, dass wir zumindest aktuell das wirklich mit den besten Sachen planen. Da kommt ein sehr guter Tartanboden hin, der rutschfest ist, der natürlich auch gestaltet ist. Also das ist ja das Hauptaugenmerk. Wir bauen vernünftige Körbe hin, auch Dunkkörbe mit Netzen, mit ordentlichen Backboards. Also Sachen, die es Outdoor so in der Regel auch nicht wirklich zu finden gibt. Nein, das sieht man auch hier. Das sind irgendwelche Metallkörbe mit Metallnetzen, was uncool zu spielen ist. Es sind schöne Bänke geplant, viele Bäume, viel Grün generell. Was ich ja noch nicht gesagt habe, dass zum Schluss auch der ganze Concordia Park modelliert werden soll. Das heißt, die Abgrenzung hin zur kompletten Straßenbahn, zu den beiden großen Straßen, das soll wirklich auch Erde in Höhe von 1,50 Meter, glaube ich, aufgeschüttet werden. Das heißt, der gesamte Park, der aktuell existiert, wird doch eher wie ein schöner Park. Also es wird ein bisschen abgeschlossener Richtung Straße, es wird ein bisschen ruhiger, es wird ein bisschen natürlicher. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Benefit, den es so zentral hier in Chemnitz, glaube ich, auch gar nicht wirklich so gibt. Im Haushalt wurden quasi für die nächsten 2 Jahre Budget eingeplant. Darüber hinaus gibt es Geld über den Freistaat, wodurch eine gewisse Finanzierung schon mal steht. Das bedeutet, dieses Jahr kann geplant werden und nächstes Jahr hoffentlich der Bau beginnen.